Hallo, hallo. Schönen Tag. So, ich habe da ein paar alte Stempelstanzsets ausgeholt. Ja, die gab es bei Action. Ich glaube, vor ein paar Jahren, ne? Da waren ja auch sowas noch. Und eben so, solche. Ja, und es geht darum, dass man auch diese Stanzschablonen da für die Blumen hat. Und da möchte ich mal was kreieren. mal eine Karte. So wie ein Aufleger, ne? Mal schauen, wie ich das jetzt hinbekomme. Ich würde so wild durcheinander so ein bisschen mischen. Die Blumen. Und eventuell dann auch die zweite Seite noch, ne? So, würde ich sagen, erstmal. Mal schauen, ob das jetzt, wenn ich umdrehe, glaube, ja, müsste. Ich glaube, die Beine müsste noch ein bisschen tiefer hinein, ne? So. Ne, das ist zu weit. So, warte. Ja. Nein. So, ich muss mal testen, dass das überhaupt Ah ja, doch, ich glaube. Geht. So. Genau. Ja. Ich dachte erstmal mit Stempelblock, aber nee. Ist mal sicherer, wenn ich es mit der Stempelhilfe schon mache, ne? So, dann nehme ich diese. Ja, sag leer. Wäre auch Variante, das auch mal embossen. Aber glaube ich, teste erstmal so, wie ich das so hinbekomme. Aber ich glaube, es wird schon klappen, ne? So, es ist auch wieder die Technik von der lieben Gina Kay, ne? Wow, das ist ja echt so schön, was da alles möglich ist, ne? Hier, oh, guck mal, wow, es passt ja. Perfekt. Und ich habe da meine Stempel da und Standschablonensets durchgesucht. Dachte, wir hatten doch. Und werde mal das ausprobieren und wollte ich den Prozess, diese ganze den ganzen Weg auch mal zeigen, euch mitnehmen, ne? So. So, das. Oder nochmal. Mittlere Blau ist irgendwie so schwächer, aber ja. Ja,
Super, ei, gefällt mir gut. So, dann mache ich mal noch eins. Wenn es schon so gut liegt, ne? So, genau, habe jetzt zwei Stück. Okay. So, dann werde ich mal jetzt diese Standschablonen nehmen. Passenden, so das kann erstmal weg. Ich glaube, ich lege mal was drunter. Wo die Stempel sind. So, erstmal beiseite. So, dann nehme ich mal diese ja, Standschablonen und Entschuldigung, musste mich ein bisschen durchhusten, aushusten. So, und ja, was ich da so gemerkt habe, diese Schablonen, die passen, die schneiden absolut die richtige, aber wenn ich denn wissen, was findet erstmal Kontur ab, ne? Hier. Nicht, dass es so einen Rand drumherum macht. Die liegen voll auf dem Motiv. Das werde ich mal gucken, jetzt, wie ich das jetzt schön ausstanze. Aber nein, das werde ich nicht ausstanzen. Ich werde mir. Aber habe ich. Warte mal. Ich werde mir Sticky Notes. Diese Haftblätter, ne? Haftnotizen ausstanzen und das werden dann Masken. Ja, möchte ich einige Masken machen und da drauf auflegen, ne? Dass ich das dann den Hintergrund dann kann gestalten noch. Und die Idee hat mich so fasziniert. Ist ja von der lieben Gina Kehne, hatte sie letztens so gezeigt. Aber bei ihr sind die Standschablonen dann auch mit so einem weißen Rand drumherum, ne? So ein bisschen wie es normalerweise ist. Und bei denen habe ich festgestellt, die machen keinen Rand, keinen weißen Rand drumherum. Stanzen die ganze Blüte, sozusagen die Blume da aus. Ja, das zeige ich dann gleich. So, und da brauche ich ja je zwei, glaube ich, ja. Werde ich dann einfach zwei Haftnotizblatt zusammen einfach so nehmen, auflegen und dann in einem ausstanzen, ne? Und dann komme ich. So, und ja, noch ein Punkt. Die sind ja hier klebrig. Und das werde ich mal jetzt einfach schützen, dass ich das so ein Wachspapier von den Stickern, ne, so ein Wachspapier drunter legen, dass der Kleber nicht sich nicht da in die Platte rein drückt oder so, weil die Klebeschicht brauche ich ja, ne, so. Und dann mache ich es mal erstmal so drauf. So, ja, habe jetzt das ausgestanzt und auch diese Teile bleiben noch, weil man kann damit auch noch was abdecken zum Ausmalen dann nutzen, ne? Dass man das dann auflegt und dann innen ausmalt, dass man von außen nichts dann beschädigt. So, dann muss ich mal schauen, welche Seite sind ja doppelt. Okay, ah ja, hier. So, und dann habe ich zwei Elemente. Und die kommen dann jetzt mal drauf. So, ich muss mal schauen, welches. Gar nicht so einfach, diese. Glaube, das ist das. So, genau. Und das habe ich gemeint, ne? Guck mal,
Die sind voll abgedeckt dann. Nur die Konturen so ein bisschen und das ist auch gut. So, und du noch. Das auch noch. Nein. Jedes Mal suche ich. Das. Und diese eine Seite Sticky Notes, dieses Kle die Klebeschicht, dann das reicht schon aus. Da ne? Kann man dann das. So, die großen sind schon jetzt auf dem Platz. Jetzt kommen noch die kleinen. Ja, genau. Bei denen jetzt noch mehr Klebeschicht drauf. So, dass es genau aufliegt. Und du auch noch, ja, hier. Noch die noch. Ja, so, das ist jetzt der Weg. So, ich hole wieder meine ganze Vorräte und habe mir jetzt die zwei ausgesucht, so grau. Hier ist so ein bisschen Denim. Es ist so ein dunkler, wahrscheinlich blau, aber ist auch so grau ähnlich. Und Smoking Grey. Weil das wird so wie Schatten jetzt gebildet, ne? Und dann werde ich mal schauen, wie ich das jetzt mache. Von der Mitte aus. Einfach so. Das ist dann der Umriss, ne? Schön zur Geltung kommt. Da muss man aufpassen, ne, dass das nicht sich da hebt, weil nur eine Seite ist ja hängt so sozusagen fest, ne? Deswegen werde ich mal schauen, dass ich das ordentlich. Weil Schatten drumherum, das betont ja, ne, auch die Mitte dann so, also ein 3D-Effekt. Macht lebendiger so die Blüte und eben diese. Umrisse, ne? So. So, habt mir so ein Päckchen jetzt von den, ja, schon alte Stencils, ne? Und ich wollte so ein bisschen mal auch was reinbringen. Glaube, könnte man, ne? Und so was anderes. Doch, ich glaube, das bleibt dabei. So.
So rum. Fixieren, dass es nicht wegläuft, ne? So, das ist das eine. Jetzt nehme ich mal das zweite, diese Farbe, und werde mal versuchen, ein bisschen dieses noch ist auch interessant, dass diese Stencil-Schablone, ne, die hält ja fest. So. Muss ja nicht zu stark sein und so, diese Effekt, dass man den so ein bisschen sieht. Warte mal, ich muss noch ein bisschen das da mit dem Schwämmchen noch ein bisschen so reinziehen. Na, ich glaube, ich lasse das. Ich habe schon abgemacht, ne? So, mal gucken, was da geworden ist. Naja. So ein bisschen sieht man das. Okay. So, dann werde ich mal noch ein bisschen auch von dieser Farbe auch so noch. So drumherum ein bisschen. Reiben. Ist okay so. Okay. So, dann haben wir hier diese. So. Kann ich dann noch nutzen, ne? Ja, andere Farben, ne? Dann noch zum Hintergrund bilden, ne? Kann man ja selbst dann aussuchen, aber ich finde es echt, oh, guck mal, echt schön der Vergleich, ne? Aber so schon sieht sehr schön aus, finde ich, ne? Auch so ein bisschen von dem Muster hat man da in der. Ja, und dann kommt das nächste. Und zwar, ich hatte da so gedacht, das kann ich dann so in. Na, wie muss ich dann gucken, dass es passt? Ja, da so. Und dann ein bisschen auch da noch mit Farbe drüber gehen. Moment. So, dann nehme ich mal die zwei Farben. Ja, und dann werde ich mal schauen. Ist nichts dran, dann kann ich das nehmen. So muss ich mal schauen, dass ich schön die Konturen ordentlich abdecke. Ja, genau. So, dann, ja. Sagen so, nicht
nicht so stark, würde reichen. Ja, dann ist noch diese. So. Genau, so. Kann man ja auch fixieren mit Washi-Tape, ne? Wenn dann geht ja auch. So, sagen ja. Ach guck, echt schön, ne? So, dann die kleine. Na, wo bin ich denn? Echt. So. So. Da habe ich dich. Die Teile muss ich mal aufheben. So, das da. Kann man ja auch mit Stifte ausmalen, ne? Dann du noch. Na, ganze Radius drumherum gedreht. So, okay. Obwohl, ich habe ja auch auf dem da noch, auch noch die, kann man ja die noch besser sogar noch befestigen, ne? Naja, so, das ist das. Und dann kommen die anderen. Ja. Ja, komm, Mensch. So, so. Sucht, findet, ne? Ne. Oh Leute, es ist doch echt. Warte, ich muss erst mal an so logisch denken, echt. Ich bin da voll. Da ist so eine und da ist so eine. Sitzt doch nicht. Endlich. Das hat ja gedauert, echt. Ja. So, ich hoffe, das ist sauber. So, dann kommst du rein. Ja. Ich glaube, ich hätte sogar stärkeres Gelb nehmen können, intensiveres.
Ja, aber ne, echt interessant. So, dann noch die kleine. So, und du noch. Ja, könnte man auch ein bisschen anders verteilen, vielleicht, ne? Die mittlere dann gemischt auch, aber ich finde es okay. Gut, das haben wir dann. So. Ist dann ein Vergleich, ne? Und dann mal schauen hier. Eben kann man dann, ne, auch eventuell vielleicht so eine schmale Mattung machen. Und ja, ich meine auch mit anderen Farben, ne? Schmaler das schwarze Rand machen und dann auf setzen, so. So auch auf dem Gelb, ne, sondern die Grundkarte dann. Und auch hier würde ich sagen, man könnte auch auf Gold und dann auf Schwarz, ne, matten, so ungefähr, wenn dann wäre auch, oder auf blau passende Farben, ne? Ach so, guck mal, echt edel, ne? Ja, da kann ich dann noch weiter ergänzen, ein paar Steinchen mittig und einen Spruch dazu. Ja, lässt sich einiges machen. So, und der Vergleich eben schwarz-weiß oder so, ne, finde ich echt schön. Danke an der Stelle an die liebe Gina Kay. Das war echt so eine Inspiration, ne? Dass man da eigene Sachen so ausarbeiten kann. Und ja, okay. Das war der Tipp von mir. Und danke fürs Zuschauen. Tschüssi.